Hi Leute, willkommen zurück bei mir auf dem Kanal und vielen Dank fürs Einschalten. Ja, heute haben wir mal was ganz Aktuelles, sage ich mal, oder? Ja, fast aktuell. Wir haben heute eine junge Destillerie hier bei mir auf dem Kanal, eine von der ich bisher im deutschsprachigen Raum genau ein Whisky-Video gesehen habe. Das war von Malt Mariners. Und ich rede hier von Eden Mill. Eden Mill liegt in den Lowlands, ziemlich auf diesem selben Ecken in den nördlichen Lowlands an der Ostküste, wo auch Draft Mill und Kings Barns liegen. Also scheint ein guter Ecken für neue Destillerien zu sein. Eden Mill hat, ja, die hatte ich eigentlich immer ein bisschen auf dem Schirm, sage ich mal, weil das Eden Mill St. Andrews sehr offensiv, sage ich mal, bei den deutschen Whisky-Shops Werbung für ihren Gin gemacht haben, die im Vorfeld zu den jetzt rausgekommenen Whiskys veröffentlicht wurden. Die Destillerie selber ja, müsste irgendwo angefangen haben, 2015 Whisky in Fässer abzufüllen, und wir haben Ende letzten Jahres die ersten Whisky Single Malt Abfüllung von Eden Mill bekommen. Oder vielmehr, es ging ein klein bisschen länger, bis wir sie bekommen haben, denn die ersten 7 Abfüllungen in dieser Hipster Flask Serie, die gab es nur auf dem britischen Markt, und Release 8 und 9 hat es tatsächlich auch nach Deutschland geschafft. Ich finde das Vermarktungskonzept eigentlich klasse, und ich finde es auffallend seltsam, dass bisher kaum einer bei uns diese Dinger wirklich gewürdigt hat. Weil anstatt gleich einen relativ teuren, weil man will ja Geld reinkriegen, Whisky auf den Markt zu werfen als Inaugural Release oder wie auch immer, ist man hier einen anderen Weg gegangen. Man hat 9 Einzelfässer, meistens irgendwelche Süßweinfässer, 3 Jahre alten Single Malts genommen und hat die auf 200 Milliliter Flaschen, also auf 20 cl Flaschen abgefüllt. Dadurch hat man aus einem Single Cask, wie in diesem Fall hier jetzt aus einem Portfass, 1000 oder 1200 Flaschen rausbekommen. Das heißt, eine relativ große Range verschiedener Reifungen von ein und demselben jungen Spirit, bei dem so der Gedanke dahinter, sich jeder das aussuchen konnte als Fassreifung, was ihn mehr interessiert. Der Vorteil an der Sache ist, die Dinger gab es um die 25 € ursprünglich, und das ist ein bezahlbarer Preis, sage ich mal, um neuen jungen Whisky zu probieren. Und wenn ich es allerdings aus Distillery-Sicht dann hochrechne auf eine ganze Flasche, ist es trotzdem so, als würde ich jetzt so eine 80, 90 € New Release für eine Erstflasche rausgeben, wie es jetzt zum Beispiel da 1770 Glasgow Distillers tut, wo ich meiner Meinung nach ein bisschen überzogen finde. Oder was war das noch? Ja, die Eden Mill, die offizielle jetzt, und noch so ein paar. Ich meine, Kings Barns muss man da ein absolutes Daumen hoch geben, dass denen ihr junger Malt relativ bezahlbar ist, auch Wolfburn vor ein paar Jahren, aber es gibt da andere, die hauen da ordentlich Preise rein, einfach jetzt um die Sammler zu ködern. Und hier hat man wirklich ja, eine bezahlbare Probierversion, sage ich mal, bekommen, sogar aus unterschiedlichen Fässern. Der Gag ist, es sind sogar dadurch Single Cask Abfüllungen abgefüllt mit 47%. Wie gesagt, hier ein Portfass gefüllt am 14.04.2015 und ja, gebottelt Ende 2018. Die sind sogar durchnummeriert. Das ist die Nummer 373 von 1200 in diesem Fall. Und ja, ist eine Vollreifung eben in einem Portfass. Es kann allerdings kein überheftiges Portfass gewesen sein, weil, ich meine, wir kennen alle die Finish-Geschichten und wir wissen, wie ein Ruby-Port nach ein paar Monaten Whisky färben kann. Der lag jetzt 3 Jahre da drin und hat ein zartes, kräftiges Gold mit Rosa-Stich. Also, ja, Second Fill oder
ein heller Port, ich weiß es nicht, jedenfalls, es wirkt natürlich. Nicht gefärbt, nicht kühl gefiltert, 3 Jahre alter Whisky und dann gucken wir doch einfach mal, was die da können bei Edenmill. Ich sag dazu, ich hatte ihn schon im Glas, ich habe ihn jetzt ein bisschen länger stehen lassen als beim ersten Mal, aber ich habe einen ähnlichen Effekt. Ich habe hier eine extreme Pflaumenweinnote drin. Pflaumenwein, Pflaumenschnaps, so ein bisschen Slivovic. Dazu eine leichte Malzigkeit. Ein bisschen Rosenwasser. Da ist was Florales definitiv drin. Man kann die Jugend durchaus riechen. Also der ist sehr fruchtig, fast ein bisschen, ja, Obstlermäßig mit einem Touch Port hinten dran irgendwo, aber nicht zu aufdringlich. Und dann so eine florale Note, wo eben so ein bisschen Richtung Rosenwasser kickt, was ja auch eher ein junges Aroma ist. Kaum Hefe, was ich angenehm finde. Wenn man ein bisschen tiefer mit der Nase reingeht, hat man hier eine Malzigkeit drin. So ein bisschen, ja, da kommt jetzt diese beerige Portweinnote dann ein klein bisschen mehr durch. Das ist jetzt so wie diese Kellogg's Kissen, wo es so gibt mit diesem, keine Ahnung, Waldbeergelee innen drin. Man hat außen so ein bisschen dieses malzig-getreidige Cerealienzeug und innen drin hat man so ein bisschen, weiß nicht, Blaubeermarmelade, Brombeermarmelade, klein bisschen in die Richtung. Aber die Grundnote ist für mich irgendwo zwischen Pflaumenwein und Pflaumenschnaps. Die 47% sind gut eingebunden, der sticht nicht in der Nase, das wirkt richtig rund. Oh, eigentlich angenehm. Jung, aber angenehm. Auf euch. Kräftiger Antritt, prickelt ein bisschen an der Zungenspitze. Ich habe auch hier relativ schnell so eine leichte malzige Note. Ich habe auch hier so eine leichte, aber deutlich dezenter Pflaumenweinnote mit drin. Dazu so ein Hauch von Zitrus. Er hat einen säuerlichen, fruchtigen Touch an Gaumen, den er an der Nase nicht hatte. Und gleichzeitig habe ich auch hier ein bisschen, aber wirklich nur ein bisschen, dieses Portfass, dieses, ja, so ein Waldbeerenmix, ein klein bisschen durch das Säuerliche, könnte man sagen, rote Johannisbeeren, dazu ein paar Brombeeren, ein bisschen Blaubeer. Keine metallischen Noten, er wirkt ein klein bisschen, ja, er wirkt mundausfüllend, erst sehr, sehr seidig und dann ein klein bisschen belebend, aber er hinterlässt kein metallisches Gefühl. Ich habe auch keine Hefenoten am Gaumen, was ich sehr, sehr angenehm finde und was ihn reifer erscheinen lässt als diese 3 Jahre. Der Abgang ist ja, knapp mittellang. Das Portfass lässt noch so eine leichte Beerigkeit hinten rausschwingen. Dazu vielleicht ein Hauch von Vanille, der am Ende reinkommt. Aber ja, es ist ein 3 Jahre alter Whisky, also extrem viel sollte man da jetzt nicht erwarten. Grundsätzlich muss ich allerdings sagen, erwarte ich in den nächsten Jahren einiges von Edenmill, weil das, was ich hier im Glas habe, das ist nicht schlecht, muss ich ganz ehrlich sagen. Man muss sich natürlich im Klaren sein, es ist ein junger Whisky, er hat Aromen von einem jungen Whisky. Aber meiner Meinung nach ist das ein gut gemachter Spirit. Und ich kenne, ich möchte jetzt keine Namen nennen, ihr kennt meine Videos, scrollt einfach zurück. Es gibt eine Abfüllung, die hatte ich 2-mal blind und ist ein Nas-Whisky von einer etablierten Brennerei,
bei der ich behaupte, ich schmecke deutlich mehr Jugend wie in diesem 3 Jahre alten Spirit von Edenmill. Ich denke natürlich auch, dass Portfass wird der ganzen Sache weitergeholfen haben. Zusätzlich die 47%, die auch am Gaumen zwar kräftig sind, aber gut eingebunden. Er ist nicht sprittig, kein bisschen. Er ist sogar richtig, richtig seidig, wenn der erste Antritt mal durch ist, bevor es dann ein klein bisschen belegend wird. Also grundsätzlich muss ich sagen, ja, ich bräuchte jetzt nicht unbedingt eine 07er Flasche davon. Ich finde den interessant, ich finde das spannend und ich finde es durchaus mal interessant, hier einen Schluck in der Flasche drin zu lassen, ein paar Jahre zu warten, mal sehen, was von Edenmill dann kommt. Und manchmal hat man ja auch Lust auf so einen relativ jungen Whisky, sag ich mal, auf diese Noten. Weil, wie gesagt, er ist ja nicht schlecht. Von dem her finde ich diese kleinen Fläschchen durchaus praktisch. Und ich denke einfach, da steckt relativ viel Potenzial drin. Ich habe mir ganz bewusst den Port geholt, weil ich jetzt nicht der Überfan von PX-Reifungen bin, muss ich ganz ehrlich sagen. Es sei denn, sie sind sehr alt, ich rede einen Schwachsinn. Es sei denn, sie sind relativ alt, aber ja, das wisst ihr ja. Was ich dazu sagen möchte, die Flaschen sind aktuell noch in ein, zwei Shops zu bekommen, wenn man ein bisschen sucht. Achtung, die Links sind nicht auf der Whiskybase hinterlegt, aber man bekommt sie noch, auch wenn der Preis inzwischen, glaube ich, knapp unter 30 liegt. Aber ja, für Neugierige, für zukünftige Fans und ich denke mir, das könnte sogar in ein paar Jahren für Sammler interessant sein. Ich weiß es nicht, ich will es nicht beschwören, aber immerhin sind sie limitiert und es sind Single Casks. Auffallend ist mir bei schottischem Whisky bisher relativ wenig untergekommen. Er hat einen Plastikkorken, von dem ich persönlich jetzt einfach nicht der Riesenfan bin. Das ist eine schöne Sache, solange die Flasche irgendwo versiegelt im Laden, im Regal oder sonst wo in der Sammlung steht. Ich habe aber einfach irgendwo so ein bisschen den Eindruck, wenn ich irgendwas länger offen habe, habe ich nicht diesen eratmet in der Flasche Effekt oder nicht so stark wie bei einem Naturkorken, weil er einfach nicht atmet, weil dieses Ding verdammt dicht abschließt. Das mag bei einem rauchigen Whisky gut sein, das mag bei manchen Whiskys, die sich zum Negativen entwickeln, gut sein. Ich finde, es nimmt aber auch einen Teil dieser Erfahrung, dieser Entwicklung, die eine Flasche mit der Zeit machen kann. Und ja, soll aber kein Grund sein, Edenmill deshalb hier zu verdammen. Ich meine, man geht mit der Zeit, man hat ein neues Produkt. Ich finde auch diese Kistenklasse, weil irgendwie erinnern mich die an Zigarettenschachteln in übergroß. Ich finde die Dinger echt cool. Und ja, ich bin mal echt gespannt, was da noch kommt. Also von mir hier einfach mal eine Probierempfehlung. Es ist bezahlbar, im Gegensatz zur großen, weil die finde ich schon ziemlich happig angesetzt mit über 80 Euro. Ja, greift doch lieber mal zu sowas. Wenn es euch gefallen hat, schaut beim nächsten Mal wieder rein. Danke fürs Einschalten und ja, lasst mir ein Like und ein Abo da. Bis bald.